Die Kunst der Internet. Das hier. Wir gucken rein, Digga. Jules Videos sind immer sehr stark. Da lasse ich jetzt sogar mein Abo da. Komm, komm. Ist verdient, ist verdient. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Kann man machen. Passt, passt, passt. Ist Josh. Es war ein regnerischer Morgen. Irgendwo in Amerika. Er nahm seine ganze Kraft zusammen und erstellte eine Facebook-Gruppe mit 8 anderen Joshes. Ihr fragt... Oh mein Gott, so geil. Und dann hat er geschrieben, ey, pass auf, ihr fragt euch alle, warum wir uns hier treffen. Wir treffen uns hier und da und nur einer darf den Namen Josh behalten. Euch wahrscheinlich, warum ich euch alle hier versammelt habe. In exakt einem Jahr werden wir uns an diesen Koordinaten treffen. Wir werden kämpfen und wer auch immer gewinnt, darf als einziger den Namen Josh behalten. Ihr habt ein Jahr, um euch vorzubereiten. Viel Glück. Und so trainierten alle Joshes ein Jahr lang für den finalen Josh-Kampf. Ich hoffe, dass die wirklich da waren. Heilige Botschaft, oder eher gesagt der Screenshot aus dem Facebook-Chat, verbreitete sich währenddessen auf Reddit. Und lustige Meme-Bilder wurden über den bevorstehenden Josh-Kampf gepostet. Josh, Josh, Josh. Und ein Jahr später fand der Kampf der Joshes dann tatsächlich statt. Nur halt eben mit coolen Nudeln. Josh is from all over, gathered in a circle to compete in a noodle fight. Digga, wie geil. Was, wie geil. Treten zum Kampf sind Big Josh. Obi Josh Kenobi. Ist das dumm, Digga. Spider Josh. Alter. Er ist OP. Römer Josh. Centurion Josh. Sir Josh. Digga. Okay, also erstmal kämpft Josh gegen Josh und der hat den Turnierbaum gemacht. Josh gegen Josh. Der Gewinner ist Josh. Dann kommt Josh gegen Josh. Dann ist Josh der Gewinner. Und am Ende hat Josh gewonnen. Digga, das ist so dumm. Das ist so dumm, dass es wieder gut ist. Gewinner kämpft dann gegen Josh. Einer der Josh kam zum Josh-Kampf mit sehr fortgeschrittener Technologie. Und diese zwei Josh haben das bekannte Spider-Man-Meme nachgestellt. Und ein Josh hat ziemlich übel abbekommen. Oh, they're beating the shit out of him. Man darf natürlich nicht die wahren Helden mit den Schildern und T-Shirts vergessen. Team Josh. Josh ist sus. Among Us! Und gewonnen hat dann schließlich dieser kleine vierjährige Little Josh. Yo, wie dumm. Digga, ganz ehrlich, wenn ich Josh heißen würde, ich würde den fetzen. Also sorry, in keiner Welt würde ich den gewinnen lassen. Dann im 1 gegen 1 würde ich auf jeden Fall gegen den gewinnen. Mehrere tausend Euro wurden gespendet und die anderen Joshes, die verloren haben, mussten danach ihren Namen abgeben und irrten für immer umher als verlorene, namenlose Seele. Oder so ähnlich. Oder nehmen wir die Story von Melty Roberts. Er erstellte 2019 das Facebook-Event Storm Area 51. Digga, das ist so schade, dass die nicht wirklich drin waren. Sie können uns nicht alle aufhalten mit der Beschreibung, wenn wir den Naruto-Run machen, sind wir schneller als deren Patronenkugel. Lasst uns die Aliens sehen. Eventuell wurde dann das ganze Internet darauf aufmerksam. Und so wurden Pläne geschmiedet, um in Area 51 zu kommen. Okay, also die Naruto-Runner kommen vom Westen, die verrückten Karens mit dem Monster-Energy-Buff kommen vom Norden, der Fortnite-Bus fliegt von hier nach hier und Taylor Swift-Fanboys dienen als Menschenschild für die Patronen. Somit... Digga... können sich die anderen dann von der Seite reinschleichen. Aber vergesst bloß nicht, eure Betten drumherum zu platzieren, damit ihr respawnen könnt. Und nein, geht nicht. Area 51 liegt im Nether. Das Ganze wurde durch die zahlreichen Medien, die darüber berichteten, nicht gerade wenig bestärkt. Das Ding war, die Veranstaltung als solche war aber dann der übelste Cringe. Also es ist halt keiner reingelaufen. Klar, die wären erschossen worden, aber stellt euch mal vor, es wäre wirklich jemand willingly da reingerannt, so. Es hätte wirklich jemand gegeben, der da reinläuft, Digga. Das wäre doch krass gewesen. Hättest du? Ja, ich habe mir nichts zu verlieren. One who is some. In-game. It's gonna raid Area 51. Als dann schließlich ein Foto geleakt wurde, wie die offizielle Air Force ein Briefing bekam, was denn Naruto Running sei, war es klar. Die Lage ist ernster als gedacht. Und so wurde fleißig für den Raid trainiert. Anime-Weeps und Redditor schälten ihre Körper und teilten die Nachrichten der ganzen Welt. Und Bro, das ist so unfair. Das hat das Ding. Die US Army hat dann Enderperlen, so keine Chance. Und waren bereit, Alien-Booty zu sehen. Und endlich, die Geheimen. Stimmt, die wollten alle Alien-Pussy haben. Die wollten da reinlaufen und Aliens bumsen, Digga. Das ist so weird. Area 51. Aber for real, ich würde auch. Gegenstände zu finden, wie zum Beispiel die Krabbenburger-Formel, die Half-Life 3-Fortsetzung oder die Socken, die regelmäßig von jedem verschwinden. Nun, der Ersteller vom Event bekam ziemlich schnell Panik. Falls nämlich wirklich jemand dabei draufgehen sollte, kann das Ganze ziemlich übel enden. Und so machte man aus dem Raid in eine abgelegene Militärbasis mitten in der Wüste, wo angeblich Aliens versteckt sein sollen, ein Festival. To Thursday's Storm Area 51 Party. Und noch ein Festival und noch eins paar Kilometer weiter. Und ein paar mehr Alien-Memes und steigende Pornhub-Suchanfragen für den... Digga, was?
Hat, nein, bitte nicht. Guck mal, hat wirklich jemand... Oh, Bro. Wer von euch war das? Wer von euch war das? Wer von euch kranken Schweinen hat auf Aliens gewichst? Official Timo, ich nicht. Ziemlich nervös aber gerade, hm? Der Begriff Aliens. Später kam es schließlich zum Event. Es waren ca. 200 Leute vor Ort. Und ein paar Boys haben es sogar in die Medien geschafft. Allgemein kann man sagen, die Leute hatten eine ziemlich gute Zeit. Oh my gosh, no way. Wait. Doch welcher war eigentlich der erste richtig große Internet-Raid? Wir müssen zurück nach 2014. Doch erstmal Werbung. Hätte er damals nur Panzer gehabt, dann hätte mein Großvater den Emu-Krieg gewinnen können. Es stimmt. Hat da jemand Panzer gesagt? World of Tanks. Im Free-to-Play-Spiel Church of Wanks kannst du nicht nur epische Panzerkämpfe gegen andere Spieler spielen, sondern außerdem deinen eigenen Teammate töten. Okay, wir müssen kurz ernst werden. Das ist Melissa. Melissa hat sich von ihrem Freund getrennt, denn sie wollte endlich mal gute Werbung. Jemanden mit einem wirklich dicken Rohr. Gott sei Dank hat sie sich World of Tanks runtergeladen. Oh mein Gott, guckt euch diese fetten Rohre an. Es ist ein MMORPG-DVD-AMG-Panzerkampfspiel für PC und jegliche andere Plattform. Oh nein, ich stecke in der Waschmaschine fest. Hätte ich nur einen 40-Tonnen-Tiger-131-Panzer, der mich aus der Waschmaschine schießt. Oh, was ein Zufall. Drück auf den Link in der Videobeschreibung und hol dir als neuer Spieler den Excelsior. 250k Credits, drei andere Panzer und noch mehr, um dich besser zu fühlen als andere Spieler. Man kann sogar coole Sticker auf seine Panzer drauf machen in Raid Shadow World of Champs. Wenn du das Spiel hiernach nicht runtergeladen hast, werde ich in dein Haus einbrechen und all deine Zahnbürsten essen. World of Champs. Werbung Ende. Stark. 2014. Ein Stream geht live auf der damals noch weniger bekannten Seite namens Twitch.tv. Twitch plays Pokémon, steuert den Charakter über den Chat. Ein Stream mit null Zuschauern und im Spiel Pokémon Rot. Und dann fand ein 4chan-User schließlich den Stream. Oh, dieser merkte, dass er das Spiel mit den Chat-Commands steuern kann. Er erstattete den anderen auf 4chan Bericht. Und so... Digga, schlimm. 4chan ist so schlimm. So waren erstmals... Aber auch so nice, ich lieb's. ...ein paar Leute im Chat und spielten gemeinsam Pokémon. Und hier wurde Tag 1 geboren von Twitch Plays Pokémon. Aber erstmal hier ein kleiner Exkurs über das Internet. Memes werden irgendwann mal als Original Content geboren und für witzig befunden. Dieses Meme wird dann zu 99% erst auf 4chan gepostet oder verwendet. Ha, ich. Dann landet es auf Reddit und von Reddit landet es auf Twitter. Von Twitter landet es dann irgendwann auf Instagram, dann auf TikTok, dann auf Facebook und dann ist es tot. Und die Boys. Und geht dann durch den Zyklus von jedem Meme. Und zwar, ein Meme ist witzig, ein Meme wird sehr beliebt, es gibt viel zu viele Memes davon, das Meme stirbt wieder aus. Du warst ein gutes Meme. Auf Wiedersehen. Das Meme wird dann zu Reddit weiter... Genau. Ah, Tumblr. Gereicht. Nach Reddit kriegt schließlich Twitter das Tumblr Meme. War das dann richtig. Tumblr, dann Instagram, Facebook, 9gag, dann nochmal Facebook und irgendein 9gag, Digga, so eine Müll. Wann lachen dann deine Großeltern darüber, weil der Joke in irgendeiner Talkshow oder Sitcom gezeigt wurde? Nein, sie haben Steuern hinterzogen. Aua, stopp! Das ist über die Jahre mit ziemlich... Bekanntdumpte Trump. Nicht vielen Memes passiert. Pepe, die Rage Comics, das Rickroll sowie die Wojack-Bilder finden ihren Ursprung auf 4chan. Und auch 4chan ernst. Also da muss man mental für ready sein, aber ich liebe die Plattform. Auch wenn die Plattform heute nicht mehr das ist, was sie früher einmal war, leider war, wird das meiste Internetgold zuerst von 4chan entdeckt. Der erste Tag verlief relativ ruhig. Leute spielten das Spiel zusammen, wählten Glumanda als Starter-Pokémon mit dem Namen ABBBBBBK Klammer auf und besiegten den ersten Arena-Leiter Brock. Der Charakter lief die meiste Zeit verwirrt im Kreis herum, lief gegen Wände, ging in Häuser rein, kam wieder raus und so weiter. Das wird uns Wochen brauchen. Und vielleicht könnt ihr ahnen, wo das endet. Der Livestream verbreitete sich relativ schnell auf anderen Plattformen. Erst wurden es 1000. Dann 3000 Zuschauer, die alle einen einzigen Pokémon-Rot-Charakter steuern. Schließlich wurde ein ganzes Subreddit erstellt und Reddit machte genau das, was Reddit am besten kann. Aus dem Event ganze Stories kreieren, das Ganze komplett strategisch durchplanen und das Spielgeschehen mit sehr viel Fanart dokumentieren. Noch ein paar Tage später und gefühlt 5 Millionen Artikel werden über Twitch Plays Pokémon geschrieben und wir sind schließlich bei 100.000 Zuschauern, die alle Kontrolle über einen einzigen Ingame-Charakter haben. Hallo. Tschüss. Und dadurch entstanden ein paar interessante Situationen. In Pokémon gibt es zum Beispiel Kanten, die man nur einseitig passieren kann. Heißt also, sollte man einmal runterfallen, kann man nicht wieder hoch. An einer Stelle musste man 12 Schritte nach rechts gehen. Und sollte man auch nur einen Schritt nach unten machen, nun ja. Down. 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 Okay, Leute, es ist wirklich nicht mehr witzig. Down, down. 13 Stunden hat es gebraucht, um 12 Schritte nach rechts zu gehen. Außerdem wollten Trolle die ganze Zeit den wertvollen Meisterball auf irgendwelche nutzlosen Pokémon werfen und öffneten nonstop das Inventar, einfach um das Spielgeschehen einzufrieren.
und einfach, weil es so witzig ist. Digga, ich liebe das Internet so sehr, ne? Wirklich. Ich wäre noch schlimmer dran ohne das Internet. Mir würde so schlecht gehen, Alter. In einer Situation haben es Trolle geschafft, 12 wertvolle Pokémon für immer freizulassen. Auch das wurde natürlich im Reddit-Style mit sehr viel Fanart dokumentiert. Und letztendlich schaffte man es, wie auch immer, sich durch die letzten 6 Gegner zu kämpfen, die Pokémon mit 120.000 Zuschauern jeweils passend auszuwechseln, die perfekte Attacke auszuwählen und letztendlich den finalen Endboss zu besiegen. Nach 28 Versuchen. Der Chat ist absolut ausgerastet. Und nach 16 Tagen und 7 Stunden fand eines der Internet-Events, welches Reddit auch noch Jahre danach bringen sollte, schließlich sein Ende. Und das war tatsächlich für viele Leute auch der erste Zeitpunkt, an dem sie von Twitch gehört haben. Und Montana Black. Die Plattform hat dadurch nicht gerade wenig profitiert. Die Twitch Plays-Kategorie wurde gegründet. Mit Bangern wie zum Beispiel Twitch Plays Dark Souls, wie auch immer man das geschafft hat. Fish Plays Pokémon. Entertainment auf dem höchsten Level. Sowie Twitch kontrolliert ein 50.000 Dollar Börsenportfolio. Oh, das ist keine gute Idee. Das ist keine gute Idee. Nun ja, gut. Doch 4chan kann auch anders. Shia LaBeouf, ja genau, der Shia LaBeouf, stellte 2017 einen Livestream mitten in New York auf. Gedacht als politische Kampagne / Kunstprojekt mit dem Namen He Will Not Die Us. Eine festgeklebte Kamera sollte 4 Jahre lang bis zu der nächsten Präsidentschaftswahl livestreamen. He will not divide us. Weil Kunst und Protest und so. Nun, was kann schon schiefgehen, wenn man Menschen vor 100.000 an Livestream-Zuschauern eine Bühne gibt? Also erstmal wurden Pizzen hinbestellt. Dann fing Trolle in Real Life an, den Stream zu boykottieren. Und das Ganze machte ziemlich schnell Schlagzeilen. Und so wurde aus dem 4 Jahre langen Protest ein 4 Jahre langer Shitpost-Wettbewerb. Digga, ich wäre sehr gern da gewesen, to be honest. Als ob da niemand seinen Schwanz gezeigt hat. Als ob niemand da hingegangen ist und seinen Schwanz gezeigt hat. Das kann mir doch keiner erzählen. Hä? Das klingt nach einer Party. Das Ganze wurde schließlich ein bisschen kontroverser. Hey, what's up? Bang, bang. Hitler did nothing wrong. Und so wurde What the fuck? Der Stream woanders hin verlegt. Leute haben ihn gefunden. Und dann hat jemand Graffiti drüber gesprüht. Dann kam Shia LaBeouf auf die geniale Idee. Irgendwo eine Flagge mit der Aufschrift zu streamen, an einer Secret Location. Keine Chance zum Trollen. Keine Leute mehr, irgendetwas in die Kamera. Bei Gott, jemand hat einen Ballon gebastelt, ist da drüber geflogen, wirklich. Kamera riefen für die nächsten 4 Jahre. Doch 4chan konnte sich damit nicht zufrieden geben. Die Flagge musste fallen. Und so war das Real Life Capture the Flag Game. Digga, das ist so geil. Eröffnet. Lichter aus. Erst wurde das Wolkenmuster am Himmel analysiert. Das kann nicht sein, das kann nicht sein, Bruder. Das Internet ist so hobbylos. Und verglichen. Und dann hat man die Zeit, an dem die Sonne auf- und unterging, dokumentiert. Und so konnte die Gegend, in der die Flagge stand, auf Ostamerika eingegrenzt werden. Das ist nicht wahr. Im Hintergrund vom Stream hörte man außerdem Frösche. Heißt, die Flagge steht wahrscheinlich neben Wasser. Streng genommen einem See. Das ist nicht wahr. Oh, Möwe! Und plötzlich flogen 2 Flugzeuge durch die Kamera. Bingo. Und daraufhin wurden die Flugzeugdaten analysiert. Digga, das ist nicht wahr, Bruder. Wie kann man so viel Zeit darauf verwenden? Gleichzeitig erforschten die Astronomie-Experten von 4chan die nächtlichen Sterndaten von der Flagge. Und ein User fuhr schließlich in der nun noch weiter eingegrenzten Gegend herum und hupte mit seinem Truck, während die anderen im Stream prüften. Das ist nicht wahr, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr, hä? Beim Hupen in der Ferne zu hören war. Und ob ihr es glaubt oder nicht, aber ein paar Stunden später schaffte man es schließlich, die Flagge runterzunehmen. Das kann nicht und sein. Das auszuwechseln. Der wochenlange Kampf gegen Shia LaBeouf war gewonnen. These guys are animals. I fucking love this. Ey, einfach IRL Stream Sniper. Digga, wie krank.
Der ganze Prozess von Flagge aufstellen und Flagge wieder klauen lassen sollte sich Wochen später schließlich nochmal irgendwo in Liverpool wiederholen. Flammenwerferdrohne? Alle 3000 Hütten in Finnland mit dem Holzmuster vergleichen. Doch irgendwann war die Luft raus und das Spiel wurde durchgespielt. Und so wurde an diesem Tag eine Sache über 4chan gelernt. 4chan-User schaffen es, eine Flagge anhand eines einzigen Bildes von das ist so krank. Einem Himmel mit Hilfe von CIA-Taktiken zu analysieren und zu lokalisieren, aber nicht ihr Zimmer aufzuräumen. Aber nicht jeder Raid von 4chan war so kontrovers. 2010 postete ein 4chan-User einen Flyer von einer Pinnwand aus einem Supermarkt. Gesucht werden Leute für eine Geburtstagsparty. Für diesen alten Herrn hier. Los Leute, sendet ihm alle Karten. Oder mehr. Er ist Kriegsveteran und wird 90. Er verdient alles. Ey, sowas ist ernst cool, Mann. Eventuell wurde es dann von 4chan auch auf Reddit gepostet. Am 4. September fand die Party dann statt. Von zahlreichen Briefen bis zu einer Vielzahl an gemalten Bildern gab es jede Menge Beef Jerky, viele Cheerleader und einen eiskalten Mittelfinger in die Kamera. So. Someone put it on the internet and we got hundreds of cards and gifts and flowers and balloons. Okay, aber um das Video nicht mit so einer liebevollen Note zu beenden, es postete mal ein 4chan-User ein Bild mit der Aufschrift: Ab jetzt werde ich auf jeden Dollar einen Löwen hinzufügen. Ich frage mich, wie lange es dauert, bis ein anderer von euch Retards eins zu sehen bekommt. Auf einmal haben alle anderen auch angefangen, Löwen auf ihre fucking Geldscheine zu malen. Dafür gab es keinen logischen Grund. Die einzig genannte Begründung war, weiß ich nicht, fick dich. Okay. Also, was lernen wir darüber? Das Internet ist eine unglaublich schöne Sache. Wir können froh sein, dass es das gibt.